Hallo, in diesem Video werden wir uns mit Zahlen in SQL beschäftigen. Und ich habe hier eine Abfrage von einer Formel 1 Datenbank und diese Abfrage bezieht sich aus mehreren Tabellen, die sind mit der Inner Joins verbunden und ich habe hier die Felder aufgestellt, die ich brauche von den diversen Tabellen und das ist die Abfrage. Und ich habe letztendlich die Daten sortiert nach Rennen, Punkte absteigend, Team, Nachname, Vorname. Und wie man sieht hier, mit der Sortierung stimmt was nicht, weil sortiert bei Rennen, also das heißt, erst erwarte ich hier eine 1 und dann eine 2 und 3 und die Sortierung ist ja komplett nicht logisch. Und hier bei der Position genauso, eigentlich müsste die 10 oben sein. Der Grund für diese komische Sortierung ist, weil alle Daten hier in der Datenbank Text sind. Das heißt, ich muss jetzt, und meistens ist so, dass man fügt in den Datenbanken die Daten als Text rein, weil oft ist Text auch das billigste Format. Das heißt, Text braucht am wenigsten Speicher. Natürlich haben Datenbanken mehrere Typen, wie zum Beispiel je nach Datenbank Typ, also zum Beispiel es gibt Decimal, es gibt Float, es gibt das da. Es gibt mehrere Typen von Daten, auch Datum, auch Währung etc. Aber Text ist immer die billigste Option und in vielen Datenbanken werden die Daten als Text gespeichert. Und das heißt, wenn sie als Text gespeichert sind, weil Text am günstigsten ist in Sachen Speicherkapazität, dann muss man die Daten auch umwandeln. Und das ist hier, was wir hier machen müssen. Wenn ich jetzt nach Rennen sortieren will in einer Log und das soll so logisch sortiert werden, dann müsste ich diese Inhalte, die als Zahlen ausschauen, auch als Zahlen formatieren. Die sind zurzeit Texte und deswegen ist die Sortierung nach einem Textmuster und deswegen stimmt die Sortierung so und ist auch logisch, wenn man diese Inhalte, sage ich extra, als Text sieht. Wenn man die aber als Zahlen sortieren, muss man diese Inhalte als Zahl umwandeln. Und wie man das macht, fangen wir an mit Rennen. Ich will Rennen als eine Zahl. Dann muss man das Schlüsselwort cast und Klammer auf und dann kommt ein as und dann hier muss man festlegen, zu was für ein Typ will ich das machen. Es gibt mehrere Typen, da muss man prüfen, was pro Datenbankpaket das ist. Also zum Beispiel ein genereller Typ, der überall gültig ist, ist int. Int ist für Integer, also das heißt eine Ganzzahl. Und wenn man das jetzt macht und ich lasse jetzt die Query laufen, dann sieht man jetzt ist die Sortierung richtig bei Rennen, weil ich habe die 1, die 2, 3. Warum? Weil ich habe die jetzt als Zahlen. Jetzt sind die Zahlen und zwar Ganzzahlen und die werden dann somit auch dann sortiert. Dasselbe kann man auch machen mit der Position. Das heißt, erst und hier auch, das sind auch Ganzzahlen, da braucht man keine Dezimal, weil macht keinen Sinn, jetzt eine Position als Dezimalzahl. Hier muss man speichern und dann Run Query. Und jetzt sieht man, so und dasselbe machen wir dann für die Punkte. Und da sieht man jetzt, da wird sich auch die Sortierung hier ändern. Und auch Punkte sind integer, weil es gibt keine Teilpunkte oder zumindest, obwohl hier, werde ich gleich ändern, aber jetzt tun wir es mal erstmal als Int lassen. Und Run Query und da sieht man, jetzt ist die Sortierung richtig. Das heißt, jetzt ist genau die Sortierung, die ich haben will. Das ist Rennen 1, das ist die erste Position mit 25 Punkten, zweite Position, dritte und so weiter. Und so hat man auch dementsprechend die Punkte, in dem Fall absteigend sortiert und dann hier auch dasselbe. Und so habe ich jetzt, so kriege ich dann die richtige Sortierung. Jetzt bei Punkten gibt es auch Teilpunkte. So, jetzt will ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja manchmal Rennen, die nicht ganz bis zur Hälfte gehalten werden, weil das Wetter zum Beispiel extrem, da ist extrem Regen etc. Und deswegen kriegt man in dem Fall bei solchen Rennen halbe Punkte. Und also das heißt, anstatt 25 würde man dann hier 12,5, hier wird man 9 etc. Jetzt, dann hier würde das nicht mehr, das Int würde hier nicht mehr langen, sondern man muss hier jetzt mit Kommazahlen arbeiten und da wäre dann die nächste Instanz dezimal. So, und so hat man dann
So hat man dann die Sache. Und wenn ich jetzt hier jetzt laufen lasse, dann habe ich dann dieselbe Effekt. Wir können ja mal was probieren. Ich weiß, 1984 wurde ein Rennen zum Teil gehalten, weil da extremer Regen ist. Und gucken wir mal die Daten, was da reinkommt. Und ich weiß, das war Monte Carlo. Ich weiß nicht mehr, was der Lauf war. Aber hier sieht man es genau. Da sieht man, das war Lauf 6. Und da sieht man hier, haben wir halbe Punkte. Ja, damals war das Punktsystem ganz anders. Der erste hat 9 Punkte gekriegt und deswegen hat hier und der zweite 6 und so weiter. Und da sieht man hier, da hat man jetzt hier halbe Punkte gekriegt. Jetzt lass mal jetzt schon, das war Lauf 6. Gucken wir mal, was ist, wenn ich dann wieder auf in zurücklege, was da passiert. Und Run Query. Und jetzt sieht man, bei Lauf 6, man hat dann die Kommastellen wurden einfach weggelöscht. Das heißt, ich wurde nicht aufgerundet, sondern es wurde einfach weggelöscht. Und das ist die Gefahr, wenn man Ints benutzt bei Feldern, die vielleicht Kommazahlen würdig sind. Und da muss man hier mal aufpassen. Deswegen hier ist for Points wäre das beste Dezimal. Und so hat man dann eine richtige Sache hier. Ja? Bei Positionen ist es unnötig, es gibt keine halben Positionen und auch hier bei Rennen auch nicht. Deswegen hier muss man immer überlegen, ist es möglich, Dezimalzahlen zu haben oder zu kriegen? Wenn ja, muss man auf Dezimal gehen, ansonsten das nicht. Das ist mal jetzt, wie man Texte oder wie man Inhalte zu Zahlen umwandelt. Deswegen hier ist ja meistens, in meisten professionellen Datenbanken ist es ja egal, wenn man alles als Text macht, weil im Endeffekt kann man das immer umwandeln zu dem Format, das man will. Jetzt die andere Sache, warum man als Zahlen umwandeln will, ist wegen Berechnungen. Weil oft will man ja auch Sachen berechnen. Nehmen wir an, jeder soll pro Punkt zum Beispiel 1.000 € Bonus kriegen. Dann erstelle ich hier ein neues Feld. Und das tun wir mal, machen wir mal erstmal so. Nehmen wir mal an, das ist jeder pro Punkt kriegt man 1.000 €. Das heißt, ich kann dann so gehen, Results, Punkt Points mal 1.000. Und das soll das Feld Bonus heißen. Und wenn ich jetzt die Query laufen lasse, dann kriege ich hier den Bonus. Dann kriege ich hier den Bonus. Und eigentlich darf die Datenbank hier gar nicht rechnen. In SQLite, wir arbeiten hier jetzt mit SQLite. SQLite ist ziemlich tolerant, deswegen würde so ein Code funktionieren. Probieren wir es mal in einer anderen Datenbank. Da werden wir sehen, da kriegt man ein Problem. So, ich bin hier jetzt in Postgres und habe dieselbe Abfrage. Und jetzt, wenn ich die jetzt laufen lasse, dann habe ich hier ein Problem. Warum? Weil das keine Zahl ist. Deswegen muss ich immer auch hier das als Zahl umwandeln. Und die Points sind ja, haben wir gesagt, dezimal. Also, da sind wir. Und dann würde diese Kalkulation gehen, ja, ohne Probleme. Deswegen hier muss man immer achten, dass man, wenn man Berechnungen macht und wenn man Sortierungen macht mit Inhalten, die wie Zahlen ausschauen, dass man sicherstellt, dass die als Zahlen auch behandelt werden. Und deswegen tut man die Umwandlung. Deswegen ist hier oft ist so, ich mache das automatisch immer. Also ich arbeite mit vielen professionellen Datenbanken und die 99% der Inhalte sind in Text. Und deswegen macht man das automatisch, dass wenn man die Zahlen braucht für irgendwelche Kalkulationen oder Sortierungen, tut man die immer mit dem Cast immer umändern und man ändert sie zu dem Typ, den man zu dem Zeitpunkt braucht. Int ist am häufigsten, dann kommt Dezimal. Man muss immer gucken, in andere Datenbanken, in SQL Server sind andere Typen. MySQL auch und dann gibt es natürlich Datum, man kann auch die Inhalte als Datum umändern und dann macht man entweder seine Kalkulation oder auch seine Sortierungen, weil hier zum Beispiel die Punkte, Descending, das kann nur funktionieren, wenn man die auch als Zahlen umwandelt.